Servus Leute, herzlich willkommen bei eurer Aquascaping. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Was kostet ein Aquascape? Die Frage hören wir in letzter Zeit häufiger. Vor allem wurden wir jetzt auch schon gefragt, was es kosten würde, so ein Becken für eine Privatperson einzurichten. Leider muss man feststellen, dass wir auf die Frage keine Antwort kennen. Also wir wissen es nicht genau, weil wir es noch nie aufgeschlüsselt haben, was man alles braucht und was das dann am Ende kostet. Das hat uns jetzt dazu veranlasst, mal alles aufzulisten und ein Video drüber zu machen. Leute, habt viel Spaß beim Schauen. Also was ich am liebsten mache, ist mir so ein Aquascape individuell zusammenzustellen. Es gibt ja so Kombinationen, wo schon der Schrank dabei ist, das Becken, Lampe und so weiter. Aber ich mache es gern so, dass ich mal alles einzeln kaufe. Und hier haben wir so ein individuell zusammengestelltes Becken. Das ist mein neues 45P. Ich muss dazu sagen, wenn ich ein neues Projekt plane, dann kaufe ich mir nach und nach so Monat für Monat die einzelnen Komponenten, weil alles auf einmal wäre dann der Weg ja doch zu viel. Ich habe es dann erst gemerkt, wie ich jetzt alles zusammengerechnet habe, dass das wirklich viel Geld ist, was so ein Becken kostet. Ich muss dazu sagen, an dem Becken ist noch ein wenig Spielerei dran und es ist die Hintergrundbeleuchtung oder auch Lightscreen genannt mit der blauen Verlaufsfolie. Das braucht man nicht unbedingt, um ein Aquascape zu betreiben, aber es schaut einfach schön aus. Und natürlich werden wir es dann auch hier bei dem Beispiel mit einrechnen. So ein 45P ist ja ein relativ kleines Becken, das wiegt jetzt noch nicht so viel. Das kann man eigentlich überall draufstellen, die Unterlage muss es halt aushalten. Das Kallax-Regal hält so ein 45P auf jeden Fall aus. Ein bisschen instabil ist es schon, man sieht es, wenn ich jetzt hier so seitlich wackel. Deswegen habe ich hier noch eine Leimholzplatte mit drauf gemacht. Die habe ich eingelassen mit Möbelversiegelung und habe sie dann mit Silikon auf das Regal draufgeklebt. Macht die ganze Sache noch ein bisschen stabiler. Ich habe auch noch ein 60P, das auf so einem Kallax-Regal draufsteht. Das ist ein bisschen schwerer. Da habe ich vorsichtshalber mal das Regal mit Winkeln an der Wand festgemacht. Und das sind wir jetzt schon mal beim ersten Kostenfaktor. Das ist das Möbel oder der Unterschrank, wo das Becken draufsteht. So ein Kallax-Regal kostet 45 Euro und für die Leimholzplatte würde ich jetzt einmal 20 Euro veranschlagen. Ich glaube, die Platte allein mit Zuschnitt um die 12 Euro. Dann noch die Dose mit der Möbelversiegelung und der Pinsel dazu. Das hat, glaube ich, dann 8 Euro gekostet. Ja, und dann müsste man eigentlich, wenn man es genau sieht, noch das Silikon dazu rechnen. Also sagen wir mal 25 Euro noch einmal für diese Platte. Dann sind wir schon mal bei ungefähr 70 Euro für den Schrank, wo das Becken draufsteht. Dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, so ein Aquarium nicht einfach auf den Unterschrank draufzustellen, sondern das sollte immer so eine Schaumgummi-Matte drunter oder so eine Aquariumunterlage. Die ist nicht teuer, die gibt es glaube ich schon ab 3 Euro. Also das ist ein geringer Kostenfaktor, gleicht aber Unebenheiten aus. Das ist einfach sicherer. Ja, und das Becken selber ist ein Liquid Garden 45P. Das hat die Maße 45 x 30 x 30 cm. Kostet 80 Euro. Das ist die Eigenmarke von Liquid Nature. Und ich finde, von der Qualität her ist es super. Natürlich könnte man das Becken jetzt auch von ADA kaufen. Da ist die Qualität noch ein bisschen besser. Aber das kostet natürlich auch deutlich mehr. Ein weiterer Vorteil gegenüber am ADA-Becken, wo der Preis höher ist, ist, dass das 45P-Format von Liquid Garden 3 cm tiefer ist, also in der Tiefe nach hinten. Und da hat man einfach mehr Platz, um das Becken einzurichten. Das ist ein klarer Vorteil gegenüber dem ADA 45P, das nur 27 cm in der Tiefe hat. Das finde ich so super an die Liquid Garden Becken. Der Preis ist gut, die Qualität ist gut und das Format ist auch super. Zu so einem Aquascape gehört natürlich auch ein passender Filter, der die passende Leistung hat. Und in dem Fall habe ich mich einmal für einen Hang-On-Filter entschieden. Das ist der Oase BioStyle 75. Normalerweise bevorzuge ich Außenfilter, aber bei dem Becken wollte ich es mal ein bisschen kompakter halten. Da habe ich nichts rumstehe und keine Schläuche, die ich dann auch noch sauber machen muss. Die Glasware muss dann richtig befestigt werden. Das ist hier eh nicht so einfach, weil das Becken nicht am Rand steht. Ich kann mit den Schläuchen hier nicht am Rand gerade hochgehen. Ich müsste hier wahrscheinlich wieder Löcher bohren oder müsste in der Schlauch ziemlich stark knicken. Ist nicht so optimal, wollte ich hier einfach mal nicht machen. Deswegen ein Hänger und Filter. Was natürlich ein Nachteil ist, ist, dass ich hier keinen Heizer drin habe.
und einen Extraheizer wollte ich nicht in das Becken reinhängen. Das ist jetzt einmal ein Versuch, so ein Becken auf Zimmertemperatur zu betreiben. Ich schaue jetzt einmal, ob es funktioniert. Bis jetzt schaut es ganz gut aus. Ich habe jetzt in dem Becken 19 bis 20 Grad drin. Ich hoffe, dass es nicht zu wenig ist. Man merkt, die Pflanzen wachsen ein bisschen langsamer wie sonst, aber es funktioniert. Und für die Neocaridina-Garnelen, die da jetzt drin sind, ist das absolut kein Problem. Also einen Heizstab haben wir uns schon mal gespart. Der Oase Bio-Style 75 Hang-On-Filter kostet um die 30 Euro. Ich muss dazu sagen, ich habe das Filtermedium noch ein bisschen aufgebimmt. Da ist Seachem Matrix drin, das ist ein Bio-Filtermedium. Und da muss man für die 250 Gramm Dose, die locker für das Gerät hier reicht, 8 Euro rechnen. Der Filter bringt 350 Liter die Stunde. Das ist jetzt nicht so viel, aber ich denke mal, für das Becken wird es auslangen. Aber das wird die Zeit zeigen, das Becken läuft ja jetzt noch nicht so lang. Für so eine Art von Aquascape würde ich auf jeden Fall immer CO2-Zugabe empfehlen. Ich bevorzuge hier Druckgasanlagen. In dem Fall ist es so, dass die Stream-Anlage dran mit einem JBL Pro Flora CO2-Druckminderer. Das ist ein ziemlich alter Druckminderer. Ich glaube, da gibt es jetzt eine neue Version. Also wenn ich den im Internet gesucht habe, habe ich nur noch die neuere Version gefunden. Der Druckminderer, den ich jetzt hier habe, kostet um die 150 Euro. Der hat natürlich auch noch ein Magnetventil dran für die Nachtabschaltung, aber das ist schon ein Haufen Geld. Ich denke, da gibt es mittlerweile günstigere und bessere Varianten, aber den hatte ich halt jetzt schon mal da gehabt. Um den Druckminderer an einer Sodastream-Flaschen betreiben zu können, braucht man noch einen Adapter. Ich habe jetzt hier einen von CO2-Art. Der gefällt mir einfach, weil man den oben auf- und zudrehen kann. Das können, glaube ich, die meisten Konkurrenzprodukte nicht. Der Adapter kostet jetzt um die 23 Euro, aber ich finde, der sei Geld wert. Eine Sodastream-Flasche kostet in der Anschaffung um die 20 Euro, wenn man so ein No-Name-Produkt nimmt. Ich sage jetzt mal in der Anschaffung, weil man muss erstmal die Flasche kaufen, die man dann immer wieder als Pfand eintauschen kann. Erfüllung für so eine Sodastream-Flasche kostet dann um die 6 Euro. Wichtig ist, dass man so eine Anlage aufrecht stehend betreibt und dafür braucht man dann noch einen Standfuß, der kostet um die 5 Euro. Als CO2-Schlauch benutze ich meistens den druckfesten Transparenten. Es gibt ja auch noch diesen Silikonschlauch. Da kann es aber sein, dass man einen CO2-Verlust hat auf diese Länge. Der Schlauch ist jetzt in dem Fall 2 Meter lang und kostet 5 Euro. Damit das Wasser in der Nacht, wenn die CO2-Anlage aus ist, nicht zurückläuft, braucht man auch noch ein Rückschlagventil. Da habe ich jetzt eins für ADA, das ist schön klein und transparent. Das kostet 6 Euro. Um das CO2 jetzt ins Wasser zu bringen und es auflösen zu können, braucht man noch einen sogenannten Diffusor. Und in dem Fall habe ich hier einen von Aquario. Der heißt Aquario Neo Diffusor Extended Version Special Type Medium. Ja, das ist ein ganz schön komplizierter Name, aber der sagt einiges aus. Medium ist die Größe, Special Type ist dann die Form. Und Extended Version heißt, dass dieses Röhrchen, wo man einen Schlauch ansteckt, das hier aus dem Diffusor rauskommt, ziemlich lang ist. Und das kann man sich dann auch dementsprechend seinen Wünschen zurechtbiegen, indem dass man es warm macht. Der Diffusor mit dem wirklich komplizierten Namen kostet um die 23 Euro. Um das CO2-Gehalt im Wasser dauerhaft messen zu können, braucht man einen sogenannten Drop-Checker, kostet 15 Euro. Den Drop-Checker muss man dann mit einer sogenannten Indikatorflüssigkeit befüllen. Da habe ich jetzt eine für Aquasabi, die heißt CO2-Check, sind 250 Milliliter drin. Die Flasche habe ich jetzt, glaube ich, schon seitdem ich meinen ersten Drop-Checker gekauft habe. Also die hält ewig, aber die rechnen wir mal mit ein. Die Flasche kostet auch 15 Euro. Das ist meiner Meinung nach wichtigste an einem Aquascape ist die Beleuchtung. Hier habe ich eine Shihiros WRGB 2 dran. Ich bin einfach Fan von der Lampe. Ich habe sie auch über meinem 60p und über meinem 90p werde ich in Zukunft auch hängen. Eigentlich hänge ich meine Lampen gern auf, weil sie dann vom Becken abgekoppelt sind. Und dann kann ich da leichter hantieren, weil man ist ja schon oft an so einem Becken dran, also einmal die Woche. Und macht sauber, macht die Scheiben sauber und macht dann Wasserwechsel. Aber in dem Fall, um es kompakt zu halten, genauso wie mit dem Hänger und Filter, habe ich mich einmal dafür entschieden, dass ich die Lampe hier aufs Becken aufsetze. Die Shihiros WRGB 2 in der 45 cm Variante kostet um die 200 Euro. Und damit es richtig schön leuchtet, ist an dem Becken noch eine Rückwandbeleuchtung dran. Das ist der Clear Garden Ambient Screen von Krüger Aquaristik. Der schlägt mit 130 Euro zu Buche. Auch für Krüger Aquaristik ist diese blau-weiß Verlaufsfolie, die zwischen diesem Lightscreen und einer Becken einfach dazwischen geklemmt ist. Ich habe die gar nicht geklebt und die kostet 19 Euro. Die Hintergrundbeleuchtung, wenn auf 100% läuft, ist mir einfach zu hell. Deswegen habe ich da auch noch einen Dimmer dazwischen geklemmt und der nennt sich Dimmer für Twinstar.
Aber Vorsicht, der Stecker für diesen Dimmer passt vom Werk ab nicht an den Stecker für diese Hintergrundbeleuchtung. Das müsst ihr auf jeden Fall wissen. Dafür musste ich noch einen Adapter ranlöten und der hat noch einmal 5 Euro gekostet. Um die ganzen Elektrogeräte jetzt anschließen zu können, braucht man noch eine Mehrfachsteckdose. Ich habe jetzt hier eine mit 6 Steckplätzen. Das ist ja ganz einfacher, die kostet um die 10 Euro. Und ich brauche noch eine Zeitschaltuhr für die CO2-Nachtabschaltung. Die kostet 12 Euro. Also ich denke, wir sind jetzt mit der Hardware und mit der Technik durch. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ihr seht schon, da kommt ein Haufen Zeug zusammen. Ich verlinke euch das auf jeden Fall mal alles in der Videobeschreibung. Ich versuche zumindest, dass ich alles verlinken kann. Ihr werdet sehen, da sind auch Affiliate-Links dabei. Die sind mit so einem kleinen Sternchen gekennzeichnet. Wenn ihr über diesen Link was einkauft, dann bekommen wir eine kleine Provision. Für euch ändert sich da aber nichts am Preis. Ja, jetzt ist ja aber noch nichts in dem Becken drin. Es ist jetzt schon eine stolze Summe zusammengekommen. Also ihr seht schon, es kann schon wirklich recht teuer werden, so ein Becken. Wir kommen jetzt einmal zur Einrichtung und man kann hier jetzt im Vordergrund so eine Sandschicht sehen. Und der Sand, das ist der ADA La Plata Sand, den benutze ich eigentlich immer recht gern, weil den muss man nicht waschen, den kann man schön so ins Becken reintun. Benutze ich eigentlich in allen Becken, wenn ich irgendwas mit Sand drin habe. Ich glaube, ich muss jetzt vielleicht einmal eine Abwechslung reinbringen und mal einen anderen Sand nehmen. Schauen wir mal. Da langt der 2 Kilo Sack für das aus, braucht man nicht einmal ganz. Und der Sack kostet um die 15 Euro. Was man jetzt hier im Hintergrund nicht sehen kann, ist der Säulbodengrund. Da habe ich das Tropica-Säul genommen. Ich habe hierfür einen 9-Liter-Sack gekauft, aber es hätte wahrscheinlich ein 3-Liter-Sack auch ausgereicht. Der 9-Liter-Sack kostet 35 Euro. Bei dem Becken hatte ich jetzt einen Haufen übrig und das kann ich für andere Projekte verwenden. Die Steine, die da drin sind, nennen sich Mini-Landschaft. Ich habe für das Becken 7,5 Kilo gekauft. Dafür habe ich 40 Euro gezahlt. Die 7,5 Kilo habe ich nicht ganz gebraucht, aber es ist sowieso immer besser, wenn man sich ein bisschen mehr Hardscape bzw. Steine oder Wurzeln kauft, als das man braucht. Da hat man dann einfach beim Einrichten ein wenig eine bessere Auswahl. Die schöne dunkle Wurzel, die ich da drin habe, besteht eigentlich aus 3 Einzelteilen, die ich zusammengeklebt habe. Das Holz nennt sich Waitamo Forest. Ich habe es im letzten Video, glaube ich, Waitomo Forest genannt. Waitamo Forest ist richtig. Und für die 3 Stücken habe ich 100 Euro bezahlt, also stolzer Preis für ein bisschen Holz. Ich habe es gerade erwähnt, die Wurzel musste aus mehreren Teilen zusammengeklebt werden. Auch musste dann die Wurzel auf Steine geklebt werden, damit sie nicht auftreibt. Und dafür nehme ich immer flüssigen Sekundenkleber auf Cyanacrylat-Basis. Kaufe ich immer so ein No-Name-Produkt auf eBay. Ist dann immer ein Dreierpack und kostet um die 10 Euro. Das Hardscape lässt sich am besten mit flüssigen Sekundenkleber verkleben, weil man nimmt dann auch immer noch einen Füllstoff auf Zellstoffbasis, sowas wie Küchentücher oder Kosmetiktücher, das man dann zwischen die Hardscape-Stücken, die man kleben will, steckt und dann saugt man das mit Sekundenkleber voll und dann wird es bombenfest. Und das geht eben am besten mit flüssigem Sekundenkleber. Fürs Pflanzenbefestigen auf dem Hardscape nehme ich lieber einen dickflüssigeren Sekundenkleber. Da nehme ich ein Magenprodukt, das ist zwar ein bisschen teuer mit 15 Euro, aber das funktioniert sehr gut, hat eine richtig schöne Konsistenz und das ist der Microblift Planscaper. Was jetzt noch fehlt, sind die Pflanzen. Für das Becken habe ich hauptsächlich Topfpflanzen genommen. Da habe ich jetzt zweimal den Bolbides-Farn oder auch Kongo-Farn genommen. 2 Töpfe kosten dann 14 Euro. Dann habe ich noch einen Narrow-Farn, also einen Topf. Der kostet 7 Euro. 3 Töpfe Anubias Bonsai für insgesamt 18 Euro. Dann habe ich eine In-vitro-Pflanze, das ist auch ein Anubias, die Anubias Mini-Coin. Sehr coole Pflanze, ist aber teuer. Da hat der In-vitro-Topf 14 Euro gekostet. Eine Rhodala Rotundifolia Laos ist drin, der Topf für 6 Euro, die Ludwigia Balustris Super Red oder SP Red, der Topf auch 6 Euro, die Alternatea Reinicki Red Ruby im Hintergrund kostet der Topf auch 6 Euro, eine Lobelia Cardinalis Mini, Topf 6 Euro und letztendlich noch einen In-vitro-Becher Weeping Moos auch für 6 Euro. Über die Pflanzen und über das Becken gibt es schon ein Video, das verlinke ich euch hier mal. Da gehen wir ein bisschen detaillierter drauf ein. Aber wir sind noch nicht fertig, so Aquascape muss auch gedüngt werden. Das mache ich mit einem Flüssigdünger, den ich ins Wasser reingebe. Und dafür habe ich mich zum ersten Mal fürs Masterline-Düngesystem entschieden. Dann nehme ich das Masterline 1
und das Masterline 2. Mit dem Masterline 1 füge ich die Mikronährstoffe zu, wie Eisen, und das Masterline 2 ist ein NPK-Dünger. Ich gebe den Dünger täglich zu, täglich 1 Milliliter. Die Flasche hat 500 Milliliter und soll jetzt so theoretisch 500 Tage langen. Eine Flasche, also das Masterline 1 und das Masterline 2, jeweils 12 Euro. Ich gebe auch wöchentlich noch ein paar Zusatzstoffe rein, wie das Liquid Humin, also ein paar Huminstoffe. Da kostet die 100 Milliliter Flasche 8 Euro. Und das Special Blend von Microblift, das sind so Bakterien, kommt auch wöchentlich mit rein. Da kostet die 118 Milliliter Flasche 12 Euro. Letztendlich, weil ich das Becken mit Osmosewasser betreibe, brauche ich noch ein Aufhärtesalz. Und zwar nehme ich da das Salty Shrimp Softwater Mineral GH Plus. 850 Gramm Dose, kostet 35 Euro. Die hält allerdings bei mir schon ziemlich lang. Also ich sage jetzt mal 2 Jahre für alle meine Becken, die ich hier betreibe. Und um noch ein bisschen Carbonatherde ins Wasser reinzubringen, benutze ich das KH Fit for Hobby. Die 250 Gramm Dose kostet 11 Euro. Nachdem ich jetzt alles zusammengerechnet habe und ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet, bin ich auf die stolze Summe von 1257 Euro gekommen. Also ihr seht schon, so ein Aquascape kann ganz schön viel Geld kosten. Ich sage jetzt mal kann, weil man kann an einigen Punkten auch sparen. Man kann sich jetzt ein günstigeres Becken kaufen, das jetzt nicht Weißglas ist, sondern zum Beispiel Floatglas. Man kann eine günstigere Lampe nehmen. Die meisten Internetanbieter haben auf ihrer Homepage dann auch noch eine Kategorie Sale, also Angebote. Das mache dann immer ich so. Ich kaufe mir dann, wenn ich ein gutes Angebot sehe, das einfach mal so pro forma, weil ich weiß, ich kann es wahrscheinlich in Zukunft einmal gebrauchen. Was dann letztendlich auch günstiger kommt, ist, wenn man größere Gebinde nimmt, wie zum Beispiel vom Soil, vom Sand oder vom Dünger. Die ganze Hardware und die technischen Komponenten, wie die CO2-Anlage, die Lampe, das Becken, das ist schon mal gelaufen. Das war mehr als 45p. Wenn man die Sachen gut behandelt und immer schön pflegt, dann kann man die öfter verwenden. Ich muss dazu sagen, alles, was ihr hier seht, habe ich mir von meinem eigenen Geld gekauft. Das ist nicht gesponsert, außer der Filter, der ist mir freundlicherweise für Oase zur Verfügung gestellt worden. Vielen Dank, Dom. Sowas hilft uns natürlich, solche Projekte zu verwirklichen. Was uns natürlich am meisten weiterhilft, das seid ihr, indem dass ihr die Videos schaut und immer fleißig kommentiert und Daumen nach oben gibt. Vielen Dank, Leute. Und wenn ihr uns weiterhin noch unterstützen wollt, dann könnt ihr über einen Affiliate-Link von uns einkaufen, dann kriegen wir eine kleine Provision. Und damit sage ich vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr ja zukünftige Videos nicht. Leute, macht's gut. Vielen Dank. Ciao. Thank you.